Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute die Frauen von Kilcarion von Jojo Moyes, keine Ahnung, ob man die so ausspricht, mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Das ist die neue Übersetzung ihres Erstlingswerks. Und ich bin gespannt, was ihr so sagt. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute die Frauen von Kilcarion von Jojo Moyes, keine Ahnung, wie man die ausspricht, tut mir leid, mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen, aber es war leider nicht so ganz meins. Ich sage euch jetzt aber erstmal das Buch. Also ich finde das Cover total toll gestaltet. Nicht das Bild selber, ne, das ist ja relativ schlicht, aber der Effekt ist es, was das Cover so was ganz Besonderes macht. Also der Teil hier ist so matt und fühlt sich auch anders an. Hier der Teil ist mit Folie bezogen und das ist sehr glatt. Das ergibt einen wirklich interessanten Effekt. Auch wenn man das Buch liest, es fühlt sich einfach ganz, ganz interessant an. Also der Effekt zieht sich auch, ups, auf dem Buchrücken fort und auch auf der Rückseite. Ich zeige euch mal den Klappentext. Also, es klingt total interessant. Und es geht in dem Buch um Joey, Kate und Sabine. Drei Generationen, die alle mit ihren jeweiligen Problemen zu kämpfen haben. Keine von ihnen hat ein gutes Verhältnis zu ihrer jeweiligen Mutter und im Fall von Joey und Kate zu ihrer jeweiligen Tochter. Sie verstehen einander einfach absolut überhaupt nicht. Sabine ist 16 und kann es einfach nicht fassen, dass ihre Mutter Kate sie zu ihrer Großmutter Joy abschiebt, um sich in Ruhe von Ex-Stiefvater nun mal keine Ahnung wie viel zu trennen. Joy ist so kalt und Sabine fühlt sich unglaublich fehl am Platz und ungeliebt. Kate springt von einer Beziehung zur anderen, seit sie mit gerade einmal 18 Jahren Mutter geworden ist. Sie hat viele verschiedene Entscheidungen getroffen und die meisten davon waren falsch. Und sie kann auch nicht fassen, was aus ihrem Leben geworden ist. Wann hat sie sich selbst und den Zugang zu ihrer Tochter verloren? Joy lernt 1953 ihren zukünftigen Ehemann kennen. Aber die Beziehung war nie leicht. 1997 ist sie eine alte Dame, deren Mann schwer krank ist und im Sterben liegt. Jetzt soll sie sich auch noch um ihre Enkelin kümmern, mit der sie absolut nichts gemein hat. Also, ganz ehrlich. Ich fand das Buch leider total langweilig. Es tut mir echt leid, dass ich das so krass formulieren muss, aber so war es eben. Joy, Kate und Sabine haben alle drei einiges erlebt, aber ich kam einfach nicht an sie heran. Sabine war der typische Teenager. Egoistisch, zickisch, launisch. Das ist ihr sogar selber bewusst, aber sie will trotzdem nichts daran ändern. Sie hasst ihre Mutter für ihre Flatterhaftigkeit und noch mehr hasst sie Irland. Und ihre Großmutter ist ein Roboter. Mir war Sabine viel zu Klischee-Teenie. Sie hat echt alles mitgenommen. Ab und an klang an, dass mehr in ihr steckt, aber das blieb mir alles so oberflächlich. Kate kriegt ihr Leben einfach nicht in den Griff. Ihr Leben lang war sie auf der Suche nach etwas und hat keine Ahnung, wonach. Sie springt von Beziehung zu Beziehung und nie funktioniert es. Ihr Verhältnis zu ihren Eltern ist mehr als angespannt und das zu ihrem Bruder ist einfach nur eine Katastrophe. Joy lernt man sowohl als junge Frau kennen, die mit ihrer Mutter Alice zu kämpfen hat und unbedingt Edward, einen Marinesoldaten, heiraten will, den sie gerade erst kennengelernt hat, als auch als alte Dame, die scheinbar nur noch Befehle bellen kann. Man folgt Joy auf beiden Ebenen durchs Leben. Obwohl die drei Protagonistinnen teilweise echt heftige Dinge durchmachen, haben sie mich emotional einfach absolut nicht berührt. Sabine ging mir schnell auf die Nerven. Joy fand ich als junge Frau durchaus sympathisch. Die alte Joy war oft einfach nur gemein. Und aus Kate wurde ich nie wirklich schlau. Die Handlung plätschert so dahin. Und man wartet immer darauf zu erfahren, warum diese Frauen alle miteinander verkracht sind.
was die Hintergründe dafür sind. Doch man erfährt sehr lange praktisch gar nichts. Man springt zwischen den Protagonisten und anderen Charakteren ständig durch alle Zeiten und das ohne Vorwarnung. Ich habe irgendwann total den Überblick verloren, in welcher Vergangenheit ich mich denn jetzt nun genau befinde. Es waren einfach zu viele davon. Das Ende und die Auflösung kamen sehr abrupt. Und für mich wurde das alles zu schnell abgehandelt. Man bekam eine Erklärung vor die Füße geworfen, nach dem Motto, nimm sie oder lass es. Aber keine weiteren Ausführungen. Man kann sich zwar einiges dazu denken, aber ich hätte es besser gefunden, wenn das richtig abgehandelt worden wäre und nicht nur in ein paar Sätzen. Leider war das Buch überhaupt nicht meins. Es hat mich nicht gepackt und ehrlich gesagt ziemlich gelangweilt. Ich fand die Protagonistinnen nur teilweise und da auch nur bedingt sympathisch. Die meiste Zeit kann ich ihr Verhalten und ihre Handlungen nicht nachvollziehen. Sabine war mir zu Klischee-Teenie. Sie nimmt da echt fast alles mit. Seltsamerweise ist ihr das bewusst. Vor allem auch, wie blöd sie sich aufführt. Sie will aber nichts daran ändern. Die Handlung zog sich wie Kaugummi. Und durch die vielen unangekündigten Zeitsprünge habe ich manchmal die Orientierung verloren, in welcher Vergangenheit wir denn jetzt wieder gelandet sind und bei wem. Ich empfand es als ziemlich verwirrend. Leider war das Buch wirklich nicht meins. Von mir bekommt es 2 Sterne. Mehr war für mich leider wirklich nicht drin. Tut mir echt leid, weil ich hatte mir von dem Buch echt was versprochen, aber schade. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!